Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Rechain of Memories. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Autsch, jetzt weiß ich, wie es ist, die Kanonenkugel zu spielen. Wo sind Pinocchio und sein Vater? Sie sind weg. Sie haben es wohl rausgeschafft. Ohne dich, Jiminy? Und ich dachte, vor seinem Gewissen gäbe es keinen drin. Macht nichts, solange es den beiden gut geht. Aber vielleicht braucht er mich wirklich nicht mehr. Wie meinst du das? Die kleine Puppe konnte noch nie richtig und falsch voneinander unterscheiden. Aber er hat es weit gebracht. Vielleicht braucht er Jiminy Grille nicht mehr. Vielleicht kommt er ja ohne mein Gezeter besser zurecht. Weißt du noch, was Geppetto gesagt hat? Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein. Ich wette, Pinocchio kann es kaum noch erwarten, dich bald wiederzusehen. Jo, und das war's mit Monstro. Wunderbar. War doch eine schöne Welt, eine recht kurze Welt. Wir haben so circa, anderthalb Parts dafür gebraucht. Verglichen mit den anderen Welten ging es jetzt doch recht zügig. Das meiste war ja sowieso wieder nur Kampf. Aber nichtsdestotrotz, war doch mal schön, Geppetto und Pinocchio wiederzutreffen. Vor allem für den guten alten Jiminy Grille. Wie so unterschwellig noch so ein bisschen einbauen wollten, warum Jiminy Grille nicht die ganze Zeit bei Pinocchio ist, sondern mit den drei Kompagnons hier unterwegs ist. Hätten sie vielleicht in K1 schon etwas einbauen können, aber nichtsdestotrotz ist ja kein Problem. Wir haben auch einige Level wieder gut gemacht und mittlerweile erkennt das ganze Theater, wenn wir eine Welt beendet haben, gucken wir natürlich kurz in Jiminys Journal rein, was der Gute alles wieder für uns chronologisiert hat. Und nicht nur, dass wir hier die ein oder andere Karte dazu bekommen haben, natürlich gibt es auch wieder neue Herzlose, die wir uns im Schnelldurchlauf einmal anschauen wollen. Das sind einmal die Augenwerfer, die ich übrigens immer mit der Disney-Welt verbinden werde, die wir als nächstes angehen werden. Dann natürlich der Endboss in dieser Welt, der Parasitakel, witziger Name. Ich weiß gar nicht, wie der im Englischen heißt, aber ist wahrscheinlich auch so ein dämlicher Name. Und natürlich haben wir an unseren Sets noch hier und da ein bisschen was verändert. Mittlerweile bin ich sehr zufrieden mit unserem Kartendeck. Neue Kartenkombinationen sind natürlich durchs Leveln und durch, ich glaube, durch einen Schatzraum dazu gekommen. Der Tsunami, achso ja, das ist die Kombination von Dumbo. Stimmt, den haben wir am Ende der letzten Folge noch gekriegt. Und ich gucke gerade jetzt nochmal durch. Wir haben natürlich nochmal hier die ein oder andere Schlüsselschwertkarte neu dazu bekommen. Eventuell können wir unser Deck auch um eine weitere Schwertfallserie erweitern. Doch wie das aussieht... Ich weiß selber nicht, was ich da fabriziert habe. Also, ich bin selber überrascht. Ja, ich ordne nochmal alles richtig an. Ordnung muss sein. Ihr wisst, ne, Deutschland, da ist Ordnung das A und O. Vor allem bei Kartenspielen. Ja, da bin ich wahrscheinlich teilweise ordentlicher als in manch anderen Sachen, wo ich eigentlich ordentlicher sein sollte. Ne, lieber Aktenschrank. Was ändern wir denn jetzt? Ich bin gerade... Ja, Schwertfallserie. Musste ich nochmal nachgucken, welche Kombination wir da genau machen können. Ja, aber im Endeffekt, ja, genau. Erweitern wir hier unser Deck nochmal um eine weitere Schwertfallserie. Wie scheint, ist es jetzt möglich. Sprich, wir hauen von Wunschgestirn eine neue Karte rein. Das ist ja das Schlüsselschwert, welches bei Pinocchio freigeschaltet wird. Dann gibt es noch eine 5er Wunderlampe. Sind wir jetzt bei 12 Punkten. Und nochmal, nee, eine 2er Wunderlampe und eine 5er von dem Alice Wunderland Schlüsselschwert. Ich vergesse immer den Namen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Keine Ahnung. Nee, es fällt mir jetzt auch nicht auf die Schnelle ein. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall, oh, wir schaffen sogar noch eine weitere Kartenkombination aus Schwertfallserie. Ja, wunderbar, ist doch super. Also ihr merkt es natürlich, je mehr Optionen wir... was Schlüsselschwertkarten anbelangt haben, umso größer ist natürlich dann am Ende auch das Deck an Kombinationen bestückt. Freut einen natürlich sehr, weil ab einem gewissen Punkt ist es dann wirklich nur noch reines Gespamme. Und wenn ich das richtig sehe, müssten wir jetzt mittlerweile eine Kartenkombination haben, die circa 5 bis 6 Mal Schwertfallserien in nur einen Kampf zulässt. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt meiner Meinung nach schon sehr, 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 sehr broken.
eigentlich schon ein bisschen zu früh broken. Aber naja. So what is the hardest thing out to remember about that other Joanna? Just bits and pieces. Maybe you could try telling us some more stuff about her. Who knows? It might even help you remember other things. Well, she was quiet and always drawing. When we'd go to the beach, she'd draw a picture instead of swimming. Sometimes she'd draw us, too. She was really good. I remember Riku and I fighting over who she'd draw next. But one day, she was gone, just like that. I think the grown-ups knew the reason. They might even have tried to explain some of it to me. But I was little. I probably didn't understand what was happening. I remember crying after she was gone. But that's all. I still don't remember her name. Oh, I bet you remember it in no time. I must point out, Sora keeps remembering things instead of forgetting them. It seems to me, forgetting things may be the only way to reach the memories buried deeper down inside each of us. So we should forget in order to remember? Like those guys said, our most precious memories lie so deep in our hearts that they're out of reach. All that stuff about finding, being losing, and losing being finding? I didn't get it at first, but maybe this is what they meant. Gosh, Sora, I think I'm a little jealous of you. How come me and Donald and Jiminy aren't remembering more of the stuff from our memories? Come on, Goofy! Let's get going! We gotta forget things faster! Ja, Sora, in deinem Herzen sind nicht nur Erinnerungen versteckt, aber pst, wir wollen nicht spoilern. Überleg doch, woran du dich alles erinnerst. Bald fällt dir auch ihr Name wieder ein. Ah, könnte ich mich doch bloß wie du an so etwas erinnern. Ah, Donald, gräm dich nicht. Kommt alles noch. Aber wer hätte gedacht, dass Goofy mal eine logische Schlussfolgerung zu Besten gibt? Interessant. Just as we intended. We'll continue with our plan. Let's see how far this group will go. You had your fun on the first floor. So this time, it's my turn. I'm not going to just give it to him. Don't break him. Well, do I detect a soft spot? I'm not gonna break the toy. I'm not dumb. Don't forget. Sora is the key. We need him if we're going to take over the organization. I know that you're in on it too. But keep it under your hood. At least until the time is right. You would have been wise to have done the same, Larxene. So, Sora, did anything back there help you remember your friend's name? Her name's the only thing I can't seem to remember. You gotta try! Hurry up and remember it! Ah, wie es scheint, scheinen auch die neuen Bösewichter nicht gerade fair miteinander zu spielen. Aber abwarten soll jetzt erstmal nicht unser Problem sein. Ja, Leute, ihr seht's, wir sind mittlerweile in der 10. Folge. 6 Stunden 19 auf dem Tacho, lässt sich sehen.
Was da alles an Zeit rausgeflogen ist, nur durch den Kampfrausschnitt. Ich bin am Ende echt gespannt. Ich denke mal, wir werden so auf die 30 Folgen hinausgehen, mit beiden Runs. Abwarten. Ist es nicht furchtbar, wenn einem was auf der Zunge liegt? Ich weiß, Goofy, ich weiß. Wenn du mich fragst, fällt dir schon bald der Name deiner Freundin ein. Ja, abwarten. Abwarten, wie es scheint es doch eine recht wichtige Person für Sora zu sein. Da fragt man sich aber trotz alledem, warum sie in KA1 nie zur Sprache kam. Auch die anderen Kids auf Destiny Island haben nicht wirklich dieses Mädchen angesprochen, falls ihr euch erinnert. Da liefen ja noch Tidos und Wacker und Selfie rum. Komisch. Gut, Leute, letzte Welt, zumindest letzte Welt, die wir momentan als Karte noch dabei haben. Halloween Town. Wow, hier gefällt's mir gar nicht. Ich werde hier wimmelst nur so von Geistern. Na und, was haben wir schon zu befürchten? Man erschrickt sich nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Nicht mal echte Geister können uns jetzt noch das Fürchten lernen. Wenn die uns erspähen, sind sie diejenigen, die schreiend davonlaufen. Meinst du wirklich? Glaub mir. Donuts Logik. Donuts Logik. Willkommen in Halloween Town! Ein Geist! Wow! Das war der beste Schrei, den ich seit Jahren gehört habe. Wenn du so leicht zu erschrecken bist, wird das hier ein Riesenspaß. Pardon, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack Skellington. Ich wohne in Halloween Town. Ich bin König der Albträume und Meister des Grusels. Wenn ihr es also gerne richtig gruselig haben wollt, seid ihr hier genau goldrichtig. Wollen wir nicht! Momentan gibt's in Halloween Town eher ein kleines Problem. Was für ein Problem? Naja. So eins. Herzlose, wer hätte das gedacht? Haben wir ja noch nie gesehen. So Leute, Storykampf. Heißt, der bleibt natürlich drinne. Und ich glaube... Ja doch, eine neue Herzlosenart sollte hier sein. Ich glaube, die Mumienviecher sehen wir hier das erste Mal. Kann es sein? Wir werden es am Ende des Levels sehen, wenn wir nochmal die Herzlosen durchgehen im Journal-Tagebuch. Mittlerweile weiß ich das gar nicht mehr. Die Geister, die verbinde ich hauptsächlich immer hiermit. Also diese fliegenden Augenwerfer, so heißen die, glaube ich. Aber im Endeffekt, im Original, also in KA1, treffen wir sie ja eigentlich schon in Trevor's Town. Und hier haben wir sie ja schon im Monstro im Vorfeld getroffen. Ich glaube, in KA1 waren sie auch im Monstro vorher schon zugegen. Ist aber auch egal. Auch Halloween Town wie Agrabah habe ich immer so das Gefühl, dass man da noch vom herzlosen Design so ein bisschen nach der Disney-Welt designt hat. Wäre schön, wenn sie das mit mehreren Welten gemacht hätten. Bei Tarzan ja genauso, ne? Da hatten wir ja die Affen, die da schon recht, würde ich sagen, nach Tarzan designt wurden. Ja, wäre interessant, da mal ein bisschen hinter die Entwicklung zu gucken. Aber das Spiel ist mittlerweile so alt, ich glaube, da wird keiner mehr ein Making-of zu machen. Vielleicht gibt es dazu eins. Vielleicht sollte ich mich mal schlau machen. Wenn es eins dazu gibt, dann wird das Internet mit Sicherheit eine Antwort darauf haben. Wäre schon interessant, weil manchmal habe ich echt so das Gefühl, dass das Game, wie es am Ende wurde, vielleicht noch ein wenig anders gedacht wurde. Also, dass so ab der Hälfte der Produktion so ein kleiner Cut gesetzt wurde und man gesagt hat, okay Leute, wir müssen hier eine Stufe zurückfahren. Sonst können wir das alles nicht packen. Ne, vor allem zur PS2. Wir haben Schallschock gelernt. Da, Level 27, da ist sie. Was soll das? Warum hast du die Herzlosen gerufen? Ach, Donald. Hab ich gar nicht. Ich wusste lediglich, wann sie auftauchen. Eigentlich würde ich sie ja sogar liebend gerne loswerden. Die Herzlosen greifen Leute nämlich an, anstatt sie nur zu erschrecken. Warum sind sie hier? Nun, das Gleiche wollte ich eigentlich gerade Dr. Finkelstein fragen. Ich bin auf dem Weg in sein Labor. Kommt doch mit! Sora, was sollen wir tun? Wir sollten ihm wohl lieber folgen. Das gefällt mir gar nicht. Was, wenn er uns direkt zu den Herzlosen führt? Bingo, du kannst Gedanken lesen. Das war bloß ein Scherz. Auf geht's! Und wir erlernen Terror. Jage den Gegner Angst ein, auf das sie nicht mehr angreifen. Tolle Kombination. Ja, ich glaube, Terror benutzen wir sogar ein, zweimal. Das ist wieder so eine Kombination, die aufgrund des Begleiters hier und da automatisch auftauchen kann.
aber keine so hilfreiche Attacke. Halloween Town. Einer der Disney-Welten in KA1 und Recom mit einem der besten Soundtracks meiner Meinung nach. Das Ding geht euch einfach nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so ein geiles Theme. Allgemein Nightmare Before Christmas. Was die Musical-Nummern anbelangt, ein richtig, richtig guter Film. Auch schon Jahre nicht mehr gesehen. Sollte ich mal wieder. Nightmare Before Christmas habe ich gerade die Musical-Nummern echt stark im Kopf. Und ich muss sagen, ich bewerte oft die Disney-Filme nach den Musical-Nummern. Ich kann auch leider mit Disney-Filmen ohne Musical-Nummern recht wenig anfangen. Dafür liebe ich diese Parts zu sehr in den Filmen. Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir unser Kartenset schon genug ausgebaut haben und genug Karten gesammelt haben, um den Schallschock produktiv einsetzen zu können. Und ihr seht es gerade, dass ich jetzt probiere, mit den Kombinationen ein Schallschock-Kartenset zusammenzustellen. Ich habe jetzt unser altes Kartendeck glücklicherweise nicht gelöscht. Ihr könnt euch 3 verschiedene Kartendecks aufbauen sozusagen. Würde ich euch auch dazu raten, dass ihr dann, gerade wenn ihr levelt, euch vielleicht ein Deck macht, was ein bisschen OP ist, wo ihr gelevelter natürlich dementsprechend ein bisschen durchschnetzen könnt. Ein Kartendeck, wo ihr vielleicht sagt, okay, das ist so eine Strategie, die mir persönlich gefällt. Und vielleicht auch ein Kartendeck, wo ihr dann später auf weitere Spezialmanöver bauen wollt. Müsst ihr halt gucken, wie euch das am besten passt. Aber ich glaube, ich bin mit der Anzahl an Karten, die wir momentan haben, nicht auf die Schallschock-Kombinationen gekommen, die ich gerne hätte. Weil es bringt uns einfach nichts, 2, 3 Schallschöcke drin zu haben und dann am Ende keine Karten mehr. Weil unser Kartendeck, welches wir jetzt davor haben, mit der 6-7-fachen Schwertfallserie, einfach noch besser ist. Schallschock ist eine gute Attacke, aber sie würde erst die Schwertfallserie ablösen, wenn wir sie dann auch genug in unser Deck packen könnten. Und ja, da mache ich gerade alles weg. Von den Kartenpunkten ist noch nicht mal das Problem gegeben. Also Kartenpunkte technisch haben wir gut gelevelt. Da mache ich mir weniger Sorgen. Aber da müssen auf jeden Fall noch mehr Karten her. Ja, so wären wir da noch nicht glücklich. Deswegen bleiben wir jetzt hier in Halloween Town noch auf der Schwertfall-Serie. Die ist da noch ein bisschen besser und man kann sich ein bisschen schneller durchschnetzen. So, mit dem wunderschönen, immer wieder loopenden Halloween Town OST im Hintergrund. Fangen wir natürlich an, uns durch den ersten Raum erstmal zu schnetzeln. Es ist eine schöne Welt. Die Welt ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Ein bisschen in die Höhe statt in die Breite. Im Endeffekt gibt es hier aber auch wieder viel mehr Räume als in den anderen Welten. Da erkennt man auch so ein wenig dran, dass ihr euch schon kanonisch an die Reihenfolge von Kingdom Hearts 1 rechten sollt, wenn ihr die Welten generiert. Ich meine, rein technisch könntet ihr Halloween Town als erste Welt direkt in der ersten Etage machen. Aber ne, von der Größe der Welten und so weiter ist das, glaube ich, im Design schon im Hinterkopf gewesen, dass man als Spieler sich auch an die kanonische Reihenfolge richtet. Ne? So wie sich Sora halt an sein erstes Abenteuer erinnert oder auch nicht erinnert. In dem Fall erinnert er sich ja nicht, weil das alles hier Neuland für ihn ist. Der gute Donald war ja schon in KA1 nicht der größte Fan von Halloween Town, wie wir wissen. Und dementsprechend muss die arme Ente das alles wieder von vorne erleben. Naja, machen wir nichts, außer die Kulisse kaputt. Ja, da seht ihr das, recht große Welt, recht viele Räume. Hier werden wir zu tun haben. So, dann generieren wir auch direkt den ersten Raum. Und ich glaube, ja, wir machen erstmal direkt einen Mogri-Raum. Haben wir im Monstro gar nicht gemacht, ne? Ne, ich glaube nicht. Warum eigentlich nicht? Eigentlich wollte ich es in jeder Welt ab dem Punkt auch jetzt so handhaben, dass wir uns einen Mogri-Raum machen. Wenn wir aber jetzt tun. So, erstmal natürlich hier alles plündern, was es noch zu plündern gibt. Ein Heiltrank. Stufe 9. Schon mal nicht schlecht. Ist eine gute Ausbeute. Und dann hoffen wir mal, dass der Mogri uns dementsprechend noch mit Karten zuballert in der richtigen Höhe. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, welche Anzahl wir bei Schallschock haben müssen. Aber wir werden das Schallschock-Deck sowieso noch nicht zusammenstellen können. Da gehen wir dann später drauf ein. Gut, kostenlose Karten einsacken und dann kaufen wir uns mal wieder durch. Ihr wisst, rot ist für Schlüsselschwertkarten, blau ist für Magie- und Beschwörerkarten und grün sind Itemkarten. Blau war doch Beschwörerkarte. Ja, blau war Beschwörerkarte. So, und wir kaufen uns natürlich erstmal durch die normalen standardroten Karten durch. Die sind am billigsten. Ja, das sind alles recht niedrige Werte, die wir rausbekommen, aber es ist auch nicht so glücksabhängig, wenn man das... Ja, die Premium-Karten. Wenn man irgendwas in diesen Kartendecks als Niete bezeichnen kann, dann sind es die Premium-Karten.
Ihr kennt das Schauspiel mittlerweile, die werden auch sofort verhökert. Die brauchen wir nicht, die kann er gerne wieder haben. Ist ein bisschen Abzocke. Eigentlich ist es Abzocke von den Mugris. Irgendwie haben die Mugris immer irgendwie so ein kleines Hintertürchen, ne? Kapitalismus und so. Die Jungs wissen, wie das Geschäft läuft. Ja, gut, dann haben wir unser Kartenrepertoire noch ein bisschen erweitert um ein paar Angriffskarten. Dann generieren wir auch direkt, wenn wir gerade in der Laune sind, noch einen weiteren Schatzraum. Schatzkarten haben wir aber Glück gehabt. Wir haben noch keine goldene Schatzkarte, aber dafür einen Haufen friedlicher Schätze. Da muss ich sagen, dafür, dass wir nicht gegrindet haben oder ich nochmal bewusst zurückgerannt bin oder so, richtig Schwein gehabt, was die friedlichen Schätze anbelangt. Wir haben noch nicht so viele Räume generiert. Trotz alledem muss man ja sagen, wir haben ja fast in jeder Kartenanzahl 2, 3 Schatzräume. Die können wir irgendwann mal in der Welt richtig gut auf den Kopf hauen und uns dort dementsprechend dann auch ein bisschen schneller durchbewegen. Machen wir jetzt aber hier noch nicht. Wir brauchen noch ein paar Level, ne? Wir brauchen noch ein paar Level. So, zack, gucken wir mal, was drin ist. Mirakel mit Makel. Das ist ein witziger Name. Muss ich dem Übersetzer lassen. Das ist ein witziger Name. Hat er einen lustigen. So, goldene Schatzkammer. Können wir nichts mit anfangen, weil... keine goldene Schatzkarte. Wir armen Schweine. Das Loop nervt ein bisschen hier, ja. Gerade durch die Kämpfe nervt das Loop hier ein bisschen. Müssen wir durch. Es ist ein wunderschönes Vieh. Halloween Town ist immer toll. Auch wenn meine Lieblingsform von Halloween Town erst in K2 zu geben ist, weil man dort nicht nur Halloween Town hat, sondern auch noch die erweiterte Weihnachtswelt. Aber da kommen wir später zu. Und natürlich neue Disney-Welt, sprich auch eine neue Schlüsselschwertkartenart, die wir dazu bekommen. Kurbinian hieß er, glaube ich, in K2. Ich weiß immer noch nicht, wie er ausgesprochen werden möchte. Hier in Teil 1 zum Recom hieß er noch ein wenig anders. Ist auch im Endeffekt ein anderes Schlüsselschwert. Der Kurbinian ist an die Weihnachtswelt angelehnt und das Schlüsselschwert ist hier an die Horrorwelt von Halloween Town angelegt. Naja. So, dann machen wir direkt nochmal einen Mogri-Raum. Dafür, dass wir in Monstro keinen hatten. Und gucken wir mal, ob der weiße Drache mit eiskaltem Blick im Kartendeck zu finden ist. Ich gehe aber mal so weit und spoilere euch, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, die Chance ist sehr gering. Aber wenn wir schon weniger Premium-Karten haben und die unser Deck nicht beschmutzen, bin ich eigentlich schon zufrieden. Und bis jetzt halten sich die Premium-Karten glücklicherweise in Grenzen. Irgendwie der letzte Kauf, ne? Im letzten Kauf des Deckes haben wir irgendwie die meisten Premium-Karten. Ja, ich weiß, ich könnte natürlich noch gemischte Decks kaufen, also wo alle Kartenarten drin sind. Aber die gemischten Decks kosten auch 150 Punkte, also 50 Punkte mehr. Das könnte dann verrechnen, wie viele Punkte wir extra ausgeben würden, statt neue Mogri-Räume zu machen. Und zum aktuellen Zeitpunkt würde ich gerne noch ein paar Mogri-Punkte erstmal farmen. Gegen Ende werden wir dann anfangen, wenn die Mogri-Karten weniger werden sollten, Stufe 28. Wenn die Mogri-Karten weniger werden sollten, werden wir dann auch anfangen, die gemischten Decks zu kaufen. Wenn wir dann auch unser Hauptdeck zusammen haben und ich auch an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kann eigentlich alles andere verhökern, was ich habe, weil ich es einfach nicht mehr brauchen werde. Und da werden wir dann so viele Mogri-Punkte wieder gut machen, dass es eigentlich schon fast nicht mehr feierbar ist. Aber alles zu einem späteren Zeitpunkt. So, der Schattendurch ist down. Das ist so wunderschön, wie schnell das geht. Das nervt halt immer nach jedem Kampf. Die Kämpfe machen die Musik kaputt. Die Kämpfe machen die wunderschöne Musik kaputt. Ach, ich liebe Halloween Town. Selbst in Recon macht mir Halloween Town echt Spaß. Ich meine, gut, ne, dass wir hier jetzt Grabsteine und sowas kaputt machen müssen, um an unsere Karten ranzukommen. Ein bisschen Schwund ist immer. Aber meine Güte, ist ja alles nur Kulisse. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder Grabstein in Halloween Town belegt ist. Falls doch, sollten die sich große Sorgen machen. Vielleicht hatten die auch Corona. Wer weiß. Darf man schon dumme Gags drüber machen? Oder ist es noch zu frisch? Ich weiß es nicht. Falls nicht, habt ihr das gerade nicht gehört. Gut. Feuerkarte. Ja, es wird immer mehr. Es wird auch immer mehr, was wir aus der Kulisse rausbekommen. Man merkt, dass wir die Hälfte des Spieles bald erreicht haben. Nach der Welt sollte es soweit sein. 10. Folge, Hälfte des Games. Doch, lässt sich sehen. Doch, kann man nicht meckern. Es gibt noch eine Welt später. Da hat's mir die Hintergrundmucke genauso angetan.
Ich denke mal, ihr wisst, welche ich meine, die mein Teil 1 Let's Play gesehen haben. Oh, das ist die Folge schon vorbei. Das überrascht mich selber. Gut. Dann, mit diesem abrupten Ende verabschiede ich mich von euch. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir Dr. Finkenstein besuchen. Und schauen, was der wohl gegen die Herzlosen ausrichten kann. Beim nächsten Mal. Bis dann, Freunde, haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Wishes.